sono sui tacchi a spillo. Danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario. Zingari coperti d'oro, zingari che sono senza tempo. Man kann es vielleicht erkennen, wir sind jetzt an einem Touristen-Hotspot, die heißen Quellen von Saturnia. Und heute ist Warmbadetag. Genau. Und jetzt können wir uns mal waschen. Schau da hinten, da gibt es sogar so einen Wasserfall. Ja. Gut, also dann schauen wir mal, wo wir unsere Sachen hinlegen und dann gehen wir rein. Ja. Na, wie gefällt dir der Warmbadetag? Ja, schön. Dann haben wir endlich einmal warmes Wasser beim Baden.
Also hier gibt es original italienische Pizza zum Mitnehmen. In 3 Minuten fertig. ...24 Stunden geöffnet. Preis 5 Euro. Das geht. Das waren jetzt also die heißen Quellen von Saturnia. Also schon interessant, sehr schön, und schön im warmen Wasser zu baden. Sehr touristisch natürlich auch, das war klar. Es ist jetzt Montagvormittag, wir haben gedacht, da ist vielleicht nicht ganz so viel los. Also man will es gar nicht ausmalen, was da am Wochenende oder in der Hochsaison los ist. Also halt 2. Oktober, man merkt eigentlich überall schon in Italien, dass die Saison zu Ende geht. Aber hier ist auf jeden Fall noch Vollbetrieb. Ja, trotzdem sehr schönes Erlebnis hier. Haben wir im Fernsehen mal gesehen und wollten es jetzt auch mal in echt sehen. Und der Johannes ist gerade unterwegs, das Auto vom Parkplatz holen, weil wir sind mit dem Fahrrad dann runtergefahren. Es war nicht ganz einfach. Der Parkplatz hat nur 2,20 Meter Durchfahrtshöhe und das Auto passt durch, aber die Fahrräder, die Lenker stehen zu hoch. Also vor allem der vom Johannes, dann haben wir die Fahrräder runter tun müssen, damit wir parken können. Und dann haben wir gleich gesagt, fahren wir mit den Fahrrädern hier runter. Und ja, er holt jetzt das Auto und dann laden wir auf und dann geht's weiter. Also deswegen sind wir hierher gekommen. Das ist jetzt Pitigliano, das berühmte Dorf oder Stadt, der auf einem Tuffstein gebaut ist. Da ist bestimmt der Anblick von außen schöner, als wenn man in der Stadt drinnen ist. Das war jetzt also das Finale. Das Beste kommt zum Schluss. Das war gleich immer wieder so ups. Ja, das waren die 2 versprochenen Highlights von gestern. Saturnia und Pitigliano. Da haben wir jetzt ja einfach nur schnell auf dem Vorbeiweg mitgenommen. Es ist jetzt nämlich 12 Uhr 45 ungefähr. Und wir haben nur mindestens 800 Kilometer, oder? Da steht 941. Ja, das ist aber ein Weg über München, ah ja, so fahren wir ja nicht. Also, ja, oder 850 werden es bestimmt sein. Ja, sowas. Also, wir haben noch ein gutes Stück zum Heimfahren. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ob wir durchfahren oder ob wir irgendwo mal ein bisschen schlafen und dann erst morgen früh ankommen. Ist eigentlich egal. Morgen ist ja Feiertag. Morgen ist 3. Oktober. Den Tag haben wir ja noch. Ja, dann gehen jetzt 19 Tage Italienreise zu Ende. War sehr schön, sehr, sehr viele Eindrücke. Alles, wo wir waren, war schön, oder? Ja. Ja. Fast alles hat so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Bis auf Kajakfahren am Gargano. Das war eigentlich das Einzige, was irgendwie nicht so hingehaut hat, aber sollte halt nicht sein. Ja. Wir verabschieden uns jetzt. Es wird aber dann im Nachgang nochmal ein Video geben. Wir wollen dann noch so einen Rückblick, Zusammenfassung, Fazit, Höhepunkte, so alles in allem. Das machen wir dann, wenn wir da
Anregungen zum auch mal hinfahren oder was auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.